yeah, Elektroschrott. Hossa ihr Kaputten. Na, da sind wir mal wieder beieinander für ein bisschen Elektronikquark hier. Und außerdem tatsächlich mal wieder Elektronik. Da habe ich jetzt doch mal wieder ein bisschen Bock drauf. Das Problem ist, ich habe zwar Bock drauf, aber mit der Zeit sieht es Grütze aus, vorsichtig ausgedrückt. Im Büro ist gerade die Hölle los. Ich hab noch Shadows of Mordor zum Zu-Ende-Spielen. Fallout 4 liegt schon rum. Die Frau will Filme sehen. Ah, ihr wisst, wie das ist. Ganz schlecht. Und deswegen muss ich diese Folge hier immer so verteilt, wenn ich gerade mal ein bisschen Zeit habe, über mehrere Tage aufnehmen. Wundert euch nicht, wenn sich zwischendurch die Lichtverhältnisse wechseln, ich ein anderes T-Shirt anhabe oder ich plötzlich Hüte trage. Das liegt einfach daran, dass ich an verschiedenen Tagen aufgenommen habe. Durch die Magie des modernen Videoschnitts kriegen wir das aber bestimmt irgendwie so zusammen, dass ihr hinterher denkt, das wäre alles eins. Hm, schön. Gut. Bevor es losgeht mit der Erklärung des Feierabendbier des Tages, ich bin gerade aus dem Büro gekommen. Es gibt rappenleicht, wenig Alkohol, wenig Geschmack. Also ist nicht schlecht für ein Leichtbier, aber. Naja, der Durst treibt es nicht. Was haben wir denn heute? Wir haben heute was, was in aller Munde ist. Und zwar habe ich hier welche von denen? Wer erkennt's? Ja, es handelt sich um eines von diesen momentan so krass gehypten ESP8266 Modulen. Und zwar die Modulbauform ESP12E, die den Vorteil hat, dass da 30.000 Millionen GPIOs rausgeführt sind, wodurch man eine ganze Menge damit machen kann. Ja gut, also vielleicht nicht 30.000, sondern so 3, 6, 11, so ungefähr 10 Pins werden wohl nutzbar sein. Das ist ein schönes Modul. Ich habe bisher eigentlich immer so ein bisschen den Aufwand gescheut, damit so richtig was zu machen. Und zwar deswegen, weil ich mich jetzt so halbwegs an die ganze AVR-Admin-Geschichte gewöhnt habe. Und so eine komplett neue Entwicklungsumgebung aufsetzen, Toolchain irgendwie hinfleckern, diesen ganzen Kram, da hatte ich echt wenig Böcke drauf, um ehrlich zu sein. Ich habe es dann bei dem Schlangomaten ja mal probiert, hier mit dieser AT-Firmware, aber das Einzige, was ich dabei gelernt habe, ist, dass diese AT-Firmware wirklich die allerletzte Kacke ist. Und ja, hier, ne? Das war bei dem Projekt, kennt ihr vielleicht noch. Da habe ich keinen Bock mehr drauf. Aber, und das ist der Grund, weswegen ich mich jetzt nochmal dem hier zuwende, es gibt mittlerweile für dieses Arduino-Gedönse einen ziemlich guten Support. Man kann sich also einfach in die Arduino-IDE so einen zusätzlichen Board-Treiber gewissermaßen reinladen. Die ganzen Standard-Libraries gibt es für ESP. Und da kann man einfach mit dem Arduino-Gefrickel was machen. Normalerweise hätte ich da so ein bisschen ein Problem damit auf den Upmail-Chips, weil halt der Arduino-Overhead ziemlich viel Leistung verbrennt, aber Entschuldigung, 70 MHz, ja, 4 MB Speicher auf dem Ding. Da kann ich Leistung verbrennen, wie ich will, ja, dann mache ich es mir doch einfach und benutze den Arduino-Fricker. Ja, Problem dabei, immer wenn ich eine Schaltung mit sowas baue, und ich werde damit eine Schaltung bauen, nur nicht in diesem Teil, sondern im nächsten, dann möchte ich die Biester zuerst mal auf dem Breadboard packen und meine Schaltung auf dem Breadboard ausprobieren, weil ich da so ein bisschen experimentieren kann, bevor ich mir dann eine Platine dafür mache. Jetzt schaut euch den Chip hier nochmal an. Dann schaut euch das Breadboard hier an und dann merkt ihr hier Löcher, hier keine Pins. Ja, ist scheiße. Und man kann vor allem auch nicht einfach nur Pins dran löten, weil nämlich irgendjemand gedacht hat, ja, das wäre eine gute Idee, statt diesem üblichen 0,1 Zoll Rasterabstand da was anderes zu verwenden. Ich vermute mal, das ist 2 mm Raster. Ja, Leute. Ja, super. Ja. Gut. Diejenigen unter euch, ja, die ein bisschen weniger Equipment haben, die schnappen sich dann so eine Lochrasterplatine hier und ein bisschen doppelseitiges Klebeband, dann kleben sie das da drauf. Dann lötet man an den Seiten so Pinleisten hier fest. Ja, die lötet man da drauf. Und da kann man zum Beispiel mit ein bisschen Kupferlackdraht oder so einfach die Verbindungen ziehen. Das ist im Prinzip ganz einfach. Aber ist natürlich nicht das, was ich mache. Ist klar. Ich lasse erstmal meine Chips fallen. Und danach mache ich mir eine Breakout-Platine. Und zwar designe ich mir die in Eagle zusammen. Und dann ätze ich die. Dann löte ich das hier da drauf. Und na gut, alles der Reihe nach.
Erstmal Igel. Tada! Ich habe mein Breakout-Board mal geigelt. Und dazu habe ich erstmal hier so einen Schaltplan hingezeichnet. Und ja, für den ESP hier in der Mitte habe ich eine Library irgendwo aus dem Netz gezogen. Ey, fragt mich nicht, wo ich die her habe oder wie die heißt. Ich kann nur mit Sicherheit sagen, dass es ziemliche Grütze ist, weil nämlich die Pin-Bestiftung überhaupt nicht zu meinem ESP passen. Aber zumindest die Größen sind richtig. Das heißt, ich werde mir die Lib bei Gelegenheit nochmal so anpassen, dass die richtig zum ESP passt, damit ich hinterher für die fertige Schaltung auch ja, so ein Dingens hier für meinen Schaltplan verwenden kann. Wie das bei Eagle so ist, rüber auf einen anderen Monitor, habe ich dann daraus auch mal einen kleinen Schaltplan gemacht. Board, Schaltplan, Board, whatever. Und ja, wie man hier sieht, habe ich mir so zusammen organisiert, dass ich hier im 0,1 Zoll Raster meine Pinheader habe, jeweils 11. Und das ist dann wunderbar geeignet, damit man es auf ein Breadboard packen kann. Es ist natürlich erstmal nur eines. Und wenn ich das so auf dem Breadboard, ihr wisst ja, wie das ist bei mir. Aber wenn ich das so auf meine Platine ätze, jawohl ja, dann habe ich nur ein so ein pissig kleines Ding auf der Platine und ich brauche natürlich mehr. Na gut, also das muss ich noch irgendwie so mit mehrere auf einem Board verteilen machen. Das zeige ich euch jetzt nicht. Das ist mit Eagle immer eine grobe Viecherei. Was ich euch aber schon zeige, das ist, dass ich es vorher mal auf Papier ausgedruckt habe. Maßstab 1:1. Und warum? Naja, ganz einfach. Ich muss mal rübergreifen. Wenn die Library schon, wie gesagt, eher Code ist, dann sollte man vorher mit so einem Ausdruck überprüfen, ob es überhaupt passt. Und wir feststellen, es passt tatsächlich. Und es ist nicht nur so, dass es passt, sondern die Lötpads stehen am Ende zu den Seiten auch noch weit genug raus, dass man es vernünftig verlöten kann. Das ist ein wichtiger Punkt. Ich habe auch schon solche Lips gehabt, die also ganz genau die Bordgröße hatten. Dann hatte man keinen Platz mehr, um das Lötzchen aufzubringen. Das sorgt da natürlich gar nicht. Ja, gut. So viel dazu. Dann mache ich jetzt mal mehrere davon und bringe es auf dem Board, wa? So Leute, ich bin zurück aus dem Keller und unser Platinchen ist fertig. So sieht das aus, ne? Wie kriege ich es hier mal so mit dem schwierigen Licht, ne? Ihr seht schon, ich war heute mal definitiv zu faul für die Lötstoffmaske. Deswegen sind sie nicht so hübsch grün. Aber immerhin habe ich das Zeug verzinnt. Na, dabei so ein kleiner Tipp. Ich habe sonst immer dieses Drei-Komponenten-Zinn von Octamax verwendet. Und diesmal habe ich mal das Seno-Glanz-Zinn, das man unter anderem bei Birkling kaufen kann, genommen. Und das ist deutlich besser. Also das glänzt richtig schön, das deckt besser. Also ich glaube, in Zukunft hole ich mir meinen Zinn dann immer vom großen Crack-Dealer mit B. Und jetzt muss ich das Ding hier bohren und sägen und dann kann ich mal so ein Ding jetzt da drauf löten. So sehen sie aus, die Biester. Sind wirklich recht hübsch geworden. Und tja, da fehlt jetzt nur noch ein Chip drauf und zwei Headerleisten drin. Dann können wir was bauen. Ja, die Befestigung von dem Ding läuft jetzt so, wie die Befestigung von so einem Ding halt immer läuft. Wir suchen uns ein Eck aus, wo wir anfangen mit dem Festlöten. Da verzinne ich, dann tacke ich es fest und dann machen wir die anderen fest. Ich werde eins von den unteren nehmen und zwar aus dem einfachen Grund, das sind, wenn ihr das mal anschaut, so halbe Lötdinger, da fließt es besser rein. Ich nehme an, das ist einfacher zu löten als die anderen, das ist nur so eine Vermutung. Und weil das eine relativ grobe Angelegenheit hier ist, ich meine 2 mm Raster ist nicht gerade irgendwie so ein böses TQFP-Gedöns, klamme ich mir den tatsächlich mit der Pinzette fest. Das sollte reichen. Sieht gut aus. Bisschen weiter nach rechts. Jo, das sollte passen. Und dann legen wir mal los. Alle fest. Und wie man das halt beim SMD-Löten ganz schlau so macht, mache ich sie jetzt alle nochmal schön fett mit Flussmittel vernass und schmelze die Lötstellen nochmal auf, damit das da so richtig drunter kriecht.
So sieht das jetzt aus. Die Lötstellen, die teste ich jetzt natürlich erstmal durch. Sollte es hinterher nicht funktionieren, an den Lötstellen liegt es nicht. Kleiner Trick, die Löcher sind minimal versetzt gebohrt. Also ich habe die wirklich ganz absichtlich immer ein kleines bisschen drauf, kleines bisschen runter, kleines bisschen drauf. Und zwar deswegen, weil die Pinheader dann hinterher extrem fest sitzen und man nicht großartige Klimmzüge braucht, um sie verlöten zu können. Sondern die sitzen dann einfach da drin, man stellt es hin und lötet es fest. Seht ihr? Richtig schön fest, kein Problem. Schon haben wir ein ESP12-Modul in wunderbar breadboardfähiger Ausführung. Ich bin der Mann, der alles misst, alles nachprüft, alles checkt. Deswegen wurde dieses Modul auch so gebaut, dass alles passt, nachgeprüft ist und dummerweise, wie ich feststellen durfte, auf dem Breadboard einen winzig kleinen Nachteil hat. Wenn ich es nämlich so draufstecke, dann ist auf der einen Seite noch eine Reihe frei und auf der anderen Seite nicht. Ich bin so ein unglaublicher Vollhorst. Es gibt jetzt zwei Sachen, die ich machen kann. Das eine ist, ich kann sagen, ja, ich pack's halt so drauf, so. Ja, dann kann ich an der einen Seite Sachen draufstecken, auf der anderen Seite müsste ich irgendwie die Kabel unten drunter durchführen oder so ein Käse. Oder ich mache das, was wir alle am liebsten tun, kreativ sein. Kreativität bedeutet in dem Fall erstmal rauspopeln und dann werde ich die Flying Spaghetti Monster Methode verwenden. Die Flying Spaghetti Monster Methode basiert auf solchen Jumperkabeln hier und man macht folgendes, man steckt diese Kabel hier drauf und wir haben ein Flying Spaghetti Monster. Gebastelt wird, will das fliegende Spaghetti-Monster gezähmt werden und so tat ich. Ich habe es nämlich hier Breadboard gesteckt und dann habe ich mir mal, weil ich so gewitzt bin, ja, gleich mal hier passend die Pin-Belegung ausgedruckt in der richtigen Größe im Raster, weil, wie man hier sieht, die Pin-Bestiftung ist unten auf dem Modul, da ist es leider festgelötet, das heißt, ich müsste die ganze Zeit auf irgendwelchen Zetteln nachschauen. So kann ich gleich sehen, was ich tue. Das macht es gleich deutlich einfacher. So, ein paar frickelative Offline-Basteleien weiter sind wir an diesem Punkt hier angekommen. Nun, was haben wir denn hier? Schauen wir mal, ich hole mir mal ein Zeigegerät. Ich nehme diese Zahnsonde als Deutgerät. Wir haben hier einmal einen USB nach TTL-Konverter, wobei es eigentlich gar nicht TTL ist, sondern hier nach 3,3 Volt. Das ist wichtig, ne? Wenn da 5 Volt rauskommen, braucht er irgendwie hier so ein Spannungsteiler-Gedöns, habe ich auch mal ein Video zu gemacht. Oder aber ihr rechnet einfach damit, dass euch der ESP abfackelt. Gut, des Weiteren haben wir hier den ESP und die übliche Minimalbeschaltung, als da wäre, wie war das gleich wieder, VCC auf 3,3 Volt, CHPD, aka Chip Enable, kommt auf 3,3 Volt mit einem 10 Kiloohm Pull-Up. Dann haben wir auf der anderen Seite Masse auf Masse und Pin 15 auf Masse. Da der Pin 15 auf Masse, das ist eine ganz wichtige Sache. Ja, wenn man das nicht weiß, wenn man nur so ein ESP01-Modul kennt, dann werden die größeren Module einen alle überraschen. Der tut nämlich gar nichts, wenn Pin 15 nicht auf Masse liegt. Des Weiteren habe ich hier die Leitung Reset und hier den Pin GPIO0, müsste das sein, GPIO0, genau, habe ich rausgeführt auf Taster gegen Masse. Macht einfach hier Reset. Und wenn man beim Reset den GPIO0 auf Masse zieht, also resettet und dabei ihn hier gedrückt hält, dann kommt das Ding im Programmiermodus hoch und man kann seine Software reinflashen.
Und zu guter Letzt, ja, hier das braune und das gelbe Kabel vom Modul sind TXRX und die gehen an TXRX vom Prozessor. Na, ist klar, weil wir müssen ja irgendwie da über serielle Leitung die Daten hochprügeln. Die interessante Frage, die sich uns allen stellt, ist, funktioniert der Mist jetzt denn auch? Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber wir werden gleich sehen, ob es tut. So, mein Aufbau ist ein bisschen kompliziert. Ihr werdet nachher noch sehen, warum. Also ich habe hier den Gerät, dann habe ich dort den Stromversorgung, dazu werde ich auch noch das eine oder andere sagen müssen. Und dann haben wir da noch den Oszilloskop, aber da sehen wir dann auch gleich, warum. Hier ist, wie gesagt, der Gerät mit USB. Und das USB, ne, das geht da rüber. Ist ein bisschen blöde bei mir von der Aufstellung her. Wir gucken uns mal an, was auf dem anderen Monitor passiert. So, hier seht ihr jetzt die Arduino IDE und das ist einfach nur die blöde Blink-Sketch, ja. Ganz primitiv, ich habe es hier auf Pin 2 gedengelt, ja, dass hier was passiert. Der ist auf Output, der wird low geschaltet, dann wartet er eine Sekunde, dann wird er high geschaltet, dann wartet er 2 Sekunden. Sprich, diese unglaublich komplizierte Sketch macht nichts anderes als einfach nur eine Sekunde aus, 2 Sekunden an und das immer wieder abwechselt. So, und das versuchen wir jetzt mal rüber zu schubsen. Das sieht aber gut aus. Tja, ja, man muss dazu sagen, ich habe vorhin den Chip drüben angemacht mit gedrückt gehaltener Programmier-Dingsbums-Taste. Sprich, er war im Programmiermodus. Und wir gehen jetzt, wenn der hier fertig ist, mal kurz rüber und schauen uns an, was da passiert. Zap, zap, Closing Bootloader, Hochladen abgeschlossen. Wir gehen wieder rüber. Wir sind wieder in der Bastelumgebung und was ich jetzt als erstes mache, ist den Chip resetten. Klick, Chip ist resettet und es passiert nichts. Ja, natürlich passiert nichts. Ich war natürlich sogar beim LED-Blink-Example zu faul, eine LED anzuschließen und deswegen müssen wir das jetzt anders angehen. Wir booten den Oszilloskopen, zap it up, und wenn der dann irgendwann mal oben ist, so, dann sehen wir hier, yay, 2 Sekunden oben, 1 Sekunde unten. Hat geklappt. Ja, ist fett geil, oder? Ja, Kinder, es war für mich eine sehr lehrreiche Erfahrung mit dem Ding da. Also ich habe da einige Sachen dabei gelernt. Zum Beispiel das mit dem Pin 15. Ja, okay, das hatte ich beim letzten Mal, als ich es sogar ausprobiert habe, schon gelernt und zwischendurch wieder vergessen und jetzt wieder falsch gemacht. Und in der Anleitung da von diesem Arduino SP, ja, da steht drin, dass die gängigen USB nach TTL-Konverter nicht wirklich dafür geeignet sind, die Stromversorgung für das Ding zu machen. Wisst ihr was? Das stimmt tatsächlich. Hat mich ein bisschen Debugging-Zeit gekostet. Wobei das Verrückte ist, mit meinem ESP03-Modul, da ging das. Das hat prima funktioniert im Schlangenmaten. Aber hier mit dem 12E-Modul, keine Ahnung, braucht schon mal mehr Strom oder stabileren Strom, ich weiß es nicht. Nun, direkt im Anschluss daran, dass man eine externe Stromversorgung braucht, habe ich noch was gelernt. Ich habe nämlich gelernt, dass das Netzteil da drüben, dieses große Orange, dieses Univator oder Metra oder keine Ahnung, was das ist, dass das eine prima Stromstabilität hat. Ja? Man schaltet es an, klick, es hat 3,3 Volt. Überhaupt kein Problem. Des Weiteren habe ich gelernt, dass dieses Netzteil hier, ja, das ich eigentlich verwenden wollte, um hier am Tisch zu demonstrieren, nicht ganz so. Das macht eine ziemliche Spannungsspitze am Anfang, geht so irgendwie auf 7 Volt hoch fast und dummerweise greift da die Strombegrenzung nicht. Nun, der hier, ja, das war der, bei dem ich das irgendwie stark vermutet habe. Und der da, das ist der, bei dem ich es dann tatsächlich bewiesen habe. 2 ESPs. So ist es halt, ne? Der magische Rauch muss raus. Und wenn der magische Rauch raus muss, dann muss er raus. Jetzt ist er draußen. Egal. Ich habe jetzt also dieses ganze Gedönsele hier jetzt zusammengebastelt. Und jetzt steht die Arduino-Umgebung und der ganze Fuck. Und das nächste, was ich mache, ist ein Projekt damit. Das wird zwar jetzt nicht so wahnsinnig aufregend. Heißer Tipp für alle, die ja schon mal reingeschaut haben. Ich mache immer gerne als Hello World was mit LED-Strips.
aber erstens gibt es ein paar Leute, die in meinem Freundeskreis und die solche LED-Strips mit einer Wi-Fi-Ansteuerung haben wollten. Und zweitens ist das dann eine Gelegenheit, da hatten mich schon mehrere Leute darum gebeten, dass ich mal so ein bisschen auf die Software eingehe und wie die funktioniert. Ich glaube, das werde ich dann mal machen, weil da gibt es so ein paar coole Sachen, die man da machen kann, die ich mir überlegt habe. Und dann zeige ich mal genauer, wie das geht. Ja, bis dahin gibt es noch ein großes Problem, nämlich Fallout 4. Es kann also durchaus sein, dass das nächste Video in 3, 4, 5, 28 Wochen kommt. Aber das seht ihr dann. Bis dahin, Tschüssing. Was? Na gut, weil ihr es seid, habe ich noch mal eine LED dran gesteckt. Aber wirklich nur für euch.